Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Watch Dogs, meine lieben Freunde. In der letzten Aufnahmesession sind wir ja aus dem Bett gekrochen sozusagen und stehen jetzt hier draußen. Und wir werden dann doch mal die Hauptmission natürlich weitermachen, das ist ja ganz klar. Das macht mir nämlich riesig Spaß momentan. Wir werden jetzt einfach mal hier den... Ach, guck mal, weit ist es nicht. Wir werden jetzt einfach mal hier den Punkt markieren, habe ich gerade gesagt. Neues Fahrzeug verfügbar. Was ist das hier überhaupt? Ein Land Rover? Ich brauche jetzt CTOS-Netzwerkzugang. CTOS-Netzwerkzugang. Ja, das werden wir besorgen. Na super. Wir müssen jetzt erstmal warten, überhaupt, dass die Brücke hier rüberkommt. So, jetzt aber. So, liebe Freunde, wir fahren dann mal. Die Brücke wieder zurück. Uppala. Das war nicht Teil meines Plans. Naja. So, dann schauen wir doch mal kurz aufs Handy. Zu schnelle Fortbewegung. Okay, warte mal. Wir werden uns jetzt hier hinstellen und ein neues Auto rufen. Auto auf Abruf. Und zwar unter Leistung, was wir aus dem Uplay Store haben. Und werden uns den hier... Frag danach und du wirst es bekommen. Und wir haben es bekommen. Das steht nämlich jetzt hier vorne auf dem Parkplatz, glaube ich. Jawohl, da steht's schon. Neben dem schicken Motorrad. Auf dem Warnung. Was steht da? Unauthorized vehicles will be towed. Towing service. Ah, okay. Ja, ich bin doch schon auf der Straße, liebe Freunde. Huch. Entschuldigung. 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 Erstmal jedem reinfahren und Entschuldigung sagen, ne? Aber ich finde, das Auto ist echt geil. Und für Umme kann man sich's ja mal mitnehmen wieder. Und bestellen. Ich finde, das Handling ist mittlerweile viel besser geworden. Brandon Docks, CTOS verbunden. Aber wir brauchen ja sowieso CTOS-Zugang jetzt. Tja, das war jetzt ein wenig blöd um die Kurve gefahren, aber naja, was? Wir haben nicht Kontakt zum Täter. Was? Weil wir zu schnell gefahren sind, oder was? Ich glaube, weil wir zu schnell gefahren sind. Ansonsten wüsste ich nicht, warum wir verfolgt werden von der Polizei. Ey, mein schönes Auto, der schöne Vorgarten. Blöde Polizei. Raubt einem den ganzen Spaß. Oh! Blackout. Shit, und die Polizei ist immer noch hinter uns her. Hauen wir mal hier schnell ab. Ein Polizist ist auf jeden Fall neutralisiert. Vor dem anderen müssen wir jetzt aus diesem Radius raus. Upsa! Ein Abflug, ein leichter. Ah, dann fahren wir mal hier an dem Rand entlang, dann sind wir ja aus dem Radius raus jetzt. Ja, wir machen ja echt alles kaputt, meine Lieben. So. Dann fahren wir mal hier um die Ecke rum. Und. Wir brauchen hier sofort Priorität-CTOS-Zugang. Priorität-CTOS-Zugang? Warum das denn? Wow, wow, Entschuldigung. Ich war es nicht. Das ist mehr als übel. Da drüben. Den Profiler schalten wir direkt mal mit an. Bist du taub? Hau ab! Ich bin nicht taub. Ich hab dich nur in die Mangel genommen. Nutzen wir mal den Lift.
Ich springe einmal schnell hier rüber. Der gute Mann hat eine Kamera. Und der wird gesprengt. Oh, Stromausfall. Hups. Ich habe einen Blackout verursacht. Lokalisieren Sie die Wachen mit dem Zugangscode. Ist ja jetzt blöd. Aber ich kann jetzt... Jetzt haben wir wieder Strom. Nur weil ich jetzt einen Blackout verursacht habe. Ah, er hat die Zugangscodes. Dann hacken wir uns mal rein. Okay. Da vorne ist eine Kamera. Da müssen wir irgendwie rein. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Wie kommen wir jetzt am besten da rein? Tja, wie kommen wir jetzt am besten da rein? In das Gebäude. Wir können hier nur in Deckung gehen, mehr nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt hier mal in Deckung. Und nehme mal meine Backups direkt raus. Sicher ist ja sicher, bekanntlich. Shit. Shit, wa? Bist tot. Verdächtiges Objekt gesichtet. Ich check das mal. Auf der Hut. Zwei sind auf jeden Fall unter uns. Großartig. Einfach großartig. So. Zwei sind noch unter uns. Los, sucht ihn. Finden wir ihn. Ja, die zwei kriegen wir auch noch. Keine Panik. Da ist er. Erledigt. Ich glaube, damit haben wir jetzt alle erledigt. Springen wir mal hier auf den LKW. Oder daneben. Egal, ich wollte nur auf dem LKW, um runterzukommen. Goblin. Eine neue Waffe freigeschaltet, aha. Oh, ein kleines Leck gab's da. Au, ein wenig Feuerschaden haben wir auch bekommen. Was haben wir hier? Ach so, nur klettern. So, da ist die Spec Ops. Moment. Die Spec Ops habe ich gesagt, wollte ich. Ich habe gesagt, ich will die Pistole. So, Ende aus Nikolaus. So. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Geht nicht. Ach, da ist das. Dann entriegeln wir mal das gute Ding. Oha, sieht sehr kompliziert aus. So vielleicht. Und so, dann können wir den so. Und ihmchen so. Und ihmchen so. Da ist noch eine andere Kamera, die nehmen wir doch mal. Und wir gucken natürlich jetzt hier wieder in die Videoüberwachung rein. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Tja. Thank you. Wahnsinn, das CTOS nimmt tatsächlich jede Minute auf. Und die Bürger haben keine Ahnung. Tja, die armen Bürger. Schauen wir mal da.
Na, da hat er nicht wirklich was, kann er nicht wirklich was finden, scheinbar. Dann suchen wir uns mal hier den nächsten. Ja, beim Sex gefilmt. Sie hat scheinbar die Kamera entdeckt. Kann ich nicht hier noch irgendwo mich noch irgendwo reinhacken? Nee. Sehe sonst nichts, wo ich mich noch hätte reinhacken können. Warte mal, ich gehe nochmal kurz in die Kamera. Vielleicht. Da hinten ist noch was zum Hacken. Siehste. Ich wollte doch sagen, vielleicht haben wir hier noch irgendwo was. Aus einem anderen Blickwinkel. Was haben wir denn hier? Health Risk, okay. Die scannen echt jeden Scheiß. Dieses CTOS, ne? Ich stelle mir immer vor, wenn das wirklich möglich wäre, dann wären wir alle sowas von durchsichtig und jeder wüsste über jeden Bescheid. So, liebe Freunde, ich muss mal eben einen kurzen Cut machen. Einen Moment. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Alles klar. Näheres ist nicht bekannt. Ich sehe gerade, da kam gerade eine Nachricht durch. Ich war ja jetzt kurz AFK, sage ich jetzt mal. Gut, dann lasse ich das jetzt doch drin, weil gerade die Nachricht ja kam. Ich habe nochmal $15 eingesammelt, okay. Und hier die Waffen durch die Gegend getreten. Sonst haben die ja hier nichts Interessantes, ne? Das CTOS-Wagen, der ist ja eh im Eimer. Da will ich doch noch nicht mal mehr einsteigen, du. Okay. Dann, wo laufen wir dann hin? Neue Mission, oder? Erstmal gucken wir nach unserem Auto. Welches Auto wir nehmen. Und $1160 haben wir gerade gehackt. Achso, er rennt weg, weil ich ja noch die Waffe draußen habe. Entschuldigung, das war mir nicht bewusst. Musik. Der hat bestimmt Verbindungen zu Bloom, oder? Warte mal, dann machen wir mal eben hier Gemcoms. Haben wir noch welche? Haben wir noch welche, okay. Dann brauchen wir jetzt auch keine mehr herstellen. Sehenswürdigkeit in der Nähe. Hole Gegenstände. Karl Barbossa. Mhm. Willkommen in meinem Let's Play. Wer immer du auch bist. Geschenke deponieren, Geschenke abholen. Ah, okay. Ein wenig Geld. $159. Sehr schön. Sonst gibt's hier keine Geschenke. Es gibt keine Geschenke. Was ist das? Hole Gegenstände. Alles geholt. OB-Titel, was ist das? Oberbürgermeister oder was? Ich hab keine Ahnung. Abzeichen 31 von 43. Ja. Der kann was. Verkauft Haschisch übers Internet. Oh, wie geil das hier auch mit den roten Sonnenstrahlen jetzt ist. Und wenn wir weitergehen, dann auch wird's orangelig. Hammergeil.
Menschen in einer Woche erschossen. Wir sollten aufhören, das normal zu finden. So viele Waffen auf der Straße. So viele. Wie auch immer, wir sind einfach zu sehr an Gewalt gewöhnt. Traurig. Tja, da hat er recht. Was bist du denn? Geht dir das nicht schnell genug, oder was? Geht dir das nicht schnell genug? Geht dir das hier nicht schnell genug voran? Alles ist gut, oh Herr, alles ist gut. Ganz ruhig. Nein, niemals. Auf keinen Fall. Hat einen gefälschten akademischen Grad. Ja, ja. Geht dir das nicht schnell genug, Taxifahrer? Weißt du was? Sofort. Ruhig bleiben, Mann. Ganz ruhig. Allergisch gegen Nüsse. Ich geb dir gleich Nüsse. Hau ab da! Hör mal! So, wir nehmen jetzt immer das Taxi einfach, weil ich hier noch nie Taxi gefahren bin. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Ich rufe an, weil hier einer ein Auto aufbricht. Und er scheint es nicht zum ersten Mal zu machen. Verstehen Sie? Könnten Sie das wiederholen? Hallo? Nix da. Das kann nicht sein. Ich hab das nicht aufgebrochen, ich hab's geklaut. Das kann nicht sein. So. Jetzt nehmen wir das Taxi wieder und fahren hier ganz gemütlich aus dem Viertel raus und fahren zur nächsten Mission, die ja sowieso nicht so weit ist. Warte mal. Oh, da ist eine Kamera. Ja, guck mal, die haben so eine Art Mercedes-Stern vorne drauf. Eingebaute Vorfahrt also, super für uns. Nein, das ist kein Product Placement. So, wir fahren jetzt hier rechts um die Ecke. Nochmal links um die Ecke. Nehmen am besten noch die Laterne mit, weil das gehört sich so. Notdürftig. Notdürftig heißt jetzt. Notdurft verrichtet oder was? Einmal hier rein. Alles mitnehmen. Direkt neben der Mission aussteigen. Und die Mission direkt starten. Akt 2. Notdürftig. Du bist ab sofort nicht mehr auf meinem Raster. Rossi Fremont. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen. Herausfinden, was die so machen. Okay. Und Taxi lassen wir direkt hier stehen. Naja, egal, lassen wir immer da weiter rappen. Oder beziehungsweise Beatboxen. Rappen ist es ja nicht wirklich. Ohne Scheiß. Dann schieben sie dieses wabbelige Silikon da rein. Oh, ey, Mann, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie... Ey, bleib weg, Mann! Ich bleib doch weg. Sie hat ja richtig Lust, ne? Bist du blind? Nein, ich bin nicht blind, ich will nur die Frau beschützen. Jetzt lass die Frau in Ruhe. Hau ab. Geh. Lauf. Lauf schneller. Lauf. Lauf schneller. Lauf. Na lauf. Geht doch. I mean, I don't understand how politics goes. I mean, we should have term limits. You know what I'm saying? I mean, somebody should not be in office and run unopposed for 10 freaking years. That's just crazy. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum manche noch in Englisch sprechen und manche in Deutsch. Vielleicht die Lokalisierung. Vor allem jetzt kann sie Deutsch. Es gibt keine Aliens, oder? Mir sind realistische Szenarien lieber. Echte Kriminalgeschichten zum Beispiel. Ich lese Zeitung, weißt du? Und schaue Nachrichten im Fernsehen. Mir gefallen diese ausgedachten Stories einfach nicht. Dieses ganze Alien-Spiel ist einfach bescheuert. Aber mein Sohn ist ganz süchtig danach.